Heil mich bitte. Vanille kann gerade nichts machen. Vanille ist nutzlos. Ich hasse das. Ich hasse das. Ach, jetzt kann sie es. Na, ist logisch. Und das frustriert auch. Oh, du bist so ein Versager. Du kriegst keinen einzigen Stern, du Drecksopfer. So. Nein. Ein Moment. Okay, jetzt geht's mir besser. Die sind es, die nerven mich gerade so derbst. Ich greife jetzt zuerst den Stikini an. Na, der eine Angriff hätte es auch noch sein können, liebes Spiel. Ihr habt doch einen Knall. Ihr kranken Entwickler. Die Überleitung ist unnötig. Zeigt einfach ja ein neues Paradigma und zack, 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 in den nächsten 0,7 Sekunden sofort weiter. Fertigkeiten, absolut nutzlos. Vanille, mach bitte, dass ich wieder angreifen darf. Danke, jetzt kann ich es auch ohne dich. So, jetzt ist dieser scheiß Dikini tot. Der macht nämlich immer diese ekligen Zustandsveränderungen. Turn the time. Na, immer doch. So, tot. Euch Vögeln, tot. Kann ich jetzt endlich diesen Raum verlassen? Oder kommt noch was? Auf jeden Fall, es kommt ein Item. Ja. Diesmal auf der anderen Seite. Untierknochen. Na, alles klar. Ja, komm, Sprites hier. Upsala, falsch. Oh mein Gott, wir sind endlich draußen aus diesem Dreck. Gott, endlich wieder ein schönes Gebiet. Mit Cutscene. Ne, Zwischensequenz nur. Ja, das ist jetzt der Raum mit Zweien. Genau. Ist noch jetzt der Zwischenboss vorher. Was? Zwei, okay, es sind bloß zwei. Ach, ich muss gar nicht theoretisch gar nicht gegen euch kämpfen. Verkackt! Weil da ein kleiner Vorsprung war, den Lightning nicht mit ihren Scheißstöcke schon überwinden konnte. Alles klar. Ist logisch. Ist geil. Die Überleitung dauert glatte 10 Sekunden. Das gibt's nicht. Das ist viel zu lang. Viel zu lang. Ach, jetzt haben wir wieder so eine scheiß Klinge, ne? Schwalbenwichs. Auch wenn der Berserker fast im Schock ist, aber hey, sag's keinem. Blitzschlag.
Wisst ihr, was das Problem hier ist an der fünften Arche? Ich erkläre euch mal, warum ich gerade ein bisschen lustlos hier durchgehe. Die Umgebung ist hässlich. Die Gegner sind nicht schön. Vom Aussehen her überhaupt, zuerst einmal. Es geht gar nicht mal um die Stärke, sie sind nicht wirklich so berauschend. Schaut mal, er war gerade im Schock und ist jetzt gleich wieder im Schock. So, genau jetzt, ich meine, das ist ja nichts. Aber es ist einfach hässlich. Es gibt Gebiete, da sind die Gegner war einiges schöner. Ah, ich glaube, ich werde krank. Scheiße. Dann gibt's aber erstmal keine Parts, weil krank, wenn ich krank bin, nehme ich nichts auf. Das klingt sonst scheußlich. So, und jetzt gehst du mal bitte tot. Denn dein Freund wartet noch auf uns. Ist mir scheißegal, ob ich irgendwas krieg. Oder vielleicht muss ich ihn gar nicht killen. Das wäre natürlich auch geil. Umso eher bin ich hier draußen. Lightning, bitte gehorche meinen Befehlen. Ach, die ekligen Türen gibt's auch noch, ja. Cutscene. Oh nein. Ich weiß, was jetzt kommt. Looks like it's a dead end. How about down there? If the stories are right, it's a maze. This place is a boot camp for the sea. All kinds of challenges from Grand Pulse are waiting. Challenges, huh? To get us all ready to go wipe out Cocoon? We can wait here if Turn and Seath sounds better. I have had enough of this! Where's the way out? Yeah, fine. Way out? Who said there was one? Bring it on. My mind is made up. Maybe I will end up a Seath. Till that happens. I'm gonna make Sarah proud. I couldn't bring myself to admit that this tear meant goodbye. And that's why I kept searching for her. But I didn't need to. Sarah was here the whole time. Right here, watching over me. Now I get it. What this tear's been telling me is to not let our focus win. It's not the fallacy we should listen to. It's Sarah and Reigns. Do you know why? Because our focus doesn't matter. What matters to me is that we protect Cocoon. Whatever it takes. Same here. Ja, jetzt kommt der letzte Boss dieser ekligen Welt. Ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. Esper Time! Aber wir müssen hier einen Cut machen.